ja, Anlass oder sagen wir mal so, ja, der Anstoß zu dieser Runde war ein Artikel vom Adventist Review über die letzte Herbstsitzung der Generalkonferenz, die jetzt in diesem Monat stattgefunden hat. Und da war beim Bericht des Schatzmeisters, waren so ein paar Details drin, die doch sehr interessant waren. Und da haben wir gedacht, da sollten wir mal drüber sprechen. Da war zum Beispiel, der Schatzmeister hat das aus dem Archiv herausgeholt und verglichen. Und da hat er gesagt, 1930 wurden von unseren Gaben, die für die Mission vorgesehen waren, 60 oder ja, von unseren Gaben wurden 60% für Frontline-Mission ausgegeben, also für Mission am Mitmenschen, Mission wirklich, wo Mission geschieht. 2022 hat er festgestellt, oder ja, den Jahresabschluss 2021 hat er festgestellt, waren es gerade noch 3,5% der Gaben, die in die Mission wirklich am Menschen gegangen sind. Und ich denke, da müssen wir mal drüber reden. Denn er hat gesagt, wir müssen umdenken. Und vielleicht denken wir auch ähnlich. Ja, von daher die erste Frage, wie wirkt das auf euch? Welche Gedanken kommen euch bei dieser Tatsache, dass in der Gemeinde in den letzten Jahrzehnten doch ein so dramatischer Umschwung oder so eine dramatische Veränderung stattgefunden hat? Der erste Gedanke, der mir gekommen ist, ist, dass es einfach auch offenbart, wie weit wir weg sind vom Menschen, dass wir gar nicht mehr am Menschen dran sind. Und dass wir auf der einen Seite, Administration muss natürlich sein, Organisation, Ordnung ist wichtig, damit vieles besser funktioniert, aber es zeigt auch einfach, wie viel wir in eigener und menschlicher Kraft arbeiten. Dass wir so viel Geld meinen, in diese Dinge reinstecken zu müssen, anstatt wirklich direkt am Menschen zu arbeiten und zu gucken, wo ist wirklich die Bedürftigkeit. Ich hatte den Artikel auch noch heute Morgen noch zweimal gelesen. Und er hat ja auch darüber gesprochen, wie wichtig das halt ist eigentlich, dass wir das überhaupt bekannt machen müssen. Wo ist eigentlich Bedürftigkeit? Und wenn man mal so in die Runde reinfragen würde, ich glaube, dass vieles gar nicht bei uns irgendwie bewusst ist, wo eigentlich Not wirklich da ist. Und das war so der erste Gedanke, wo du jetzt nachfragst, wo ich dachte, wow, wir sind wie weit, das ist eigentlich eine Offenbarung dessen, eine traurige Offenbarung, wie weit wir weggekommen sind, dass wir wirklich eigentlich am Menschen sein sollten. Ja, ich habe auch mein erster Gedanke, der war, wir haben auch so eine wunderbare Botschaft und die Geschwister damals, das war 1930, wo die 60% gegeben wurden, die waren viel weiter weg als wir eigentlich von der Wiederkunft. Und wir sind viel näher dran. Wie viel mehr Sehnsucht hatten sie nach der Wiederkunft? Wie viel mehr haben sie das wirklich geglaubt und gelebt und auch viel mehr dafür gegeben? Dann frage ich mich immer so für mich persönlich und für die Gemeinde, woran mangelt es uns eigentlich? Ich denke, wir brauchen viel mehr den Heiligen Geist, eine tiefe Bekehrung, eine Erweckung wirklich, dass wir bereit sind, viel mehr das zu geben für das, wofür es eigentlich wirklich auch gegeben werden sollte, für die Mission. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiges Gebetsanliegen für uns alle, auch hier für die Tagung, dass wir uns die Zeit nehmen, gemeinsam zu beten, gemeinsam den Herrn wirklich zu suchen, warum ist der Zustand, wie er ist, und dass wir um den Herrn wirklich, ja, ihn bitten und ringen, dass er uns dieses Verlangen wieder schenkt, uns ihm da mehr zu weihen. Ich würde mal sagen, wir zeigen sehr deutlich, wo unser Fokus liegt dadurch und worauf wir uns konzentrieren und ausrichten. Es ist immer so, das, was mir am wichtigsten ist, das ist mir auch am meisten wert. Das, was ich wirklich schätze, das, was mir Bedeutung gibt, das ist das, was ich unterstütze. Und es zeigt, wohin das Ganze geführt hat und wo es sich hin verändert hat. Wo der Blickwinkel 1930 gelegen hat und wo der Blickwinkel heutzutage liegt.
Ich denke, man kann auch fast sagen, wenn es nur noch 3,5% sind, ist man vielleicht damit zufrieden, wie es jetzt ist. Und es dient bloß noch der Erhaltung. Ja, ich sag mal, dass das nicht ganz stirbt, dass es noch so ein bisschen an der Oberfläche noch, ich sag mal, so ein bisschen dargebracht wird. Aber es liegt nicht mehr der Fokus darauf. Es liegt nicht mehr im Hauptaugenmerk. Und so können wir erkennen, wie sich da auch die Gesinnung komplett verändert hat. Was wir in den Zielpunkt stellen, was wir als unser wichtigstes Motto sehen. Und ich denke mal, dass es ganz wichtig ist, dass dort eine Veränderung geschieht an der Stelle. Frank, du hast mir einige Worte vorweggenommen. Ich sehe das genauso. Der Bericht von Bruder Douglas kann man ja gegenhalten gegen die Zahlen, die veröffentlicht werden von der Generalkonferenz. Die sind für jeden von uns zugänglich. Denn die Frage ist ja, hat seit 90 Jahren die Gebefreudigkeit abgenommen von den Geschwistern? Wäre auch eine Möglichkeit, warum weniger Geld ankommt in der Mission. Oder ist es tatsächlich so, dass die Mission weiter gefördert wurde, aber das Geld nicht ankam? Das sind zwei unterschiedliche Ursachen und erfordert zwei unterschiedliche Strategien oder zwei unterschiedliche Ausrichtungen. Und wenn wir die Zahlen mal anschauen, wer das gemacht hat, wird sehen, dass die Gaben bis auf wenige Jahre, wo es wirklich Härtejahre waren, ich glaube 2008 und andere, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ich habe mir die Zahlen mal angeschaut, ist die Gebefreudigkeit der Geschwister, hat die ständig zugenommen. Weil auch das Endzeitbewusstsein zugenommen hat unter der Bevölkerung, unter der Adventvolk weltweit, ja, hat das Bewusstsein zugenommen. Wir sind in der letzten Zeit, wir sollten geben. Also es kann nicht daran liegen, dass zu wenig Geld potenziell da ist, sondern tatsächlich an unserem Missionsverständnis. Es ist ein missionstheologisches Problem, kein finanziell wirtschaftliches Problem, so sehe ich das. Und ich will jetzt nicht zu lang gehen, ich habe mir einige Gedanken gemacht, weil Missiologie mir sehr am Herzen liegt. Aber Bruder Douglas, und es geht hier, wie du schon erwähnt hast, überhaupt nicht darum, dass wir jetzt Geschwister kritisieren oder die GK kritisieren oder sonst was, aber es muss auch möglich sein, dass wir uns hinterfragen. Wenn das nicht möglich ist, dann brauchen wir auch nicht mehr über Mission zu sprechen. Und mir ist aufgefallen, dass Bruder Douglas, der eine gewisse Bombe losgelassen hat mit diesem Artikel, wir wissen ja noch gar nicht, wie das alles ankommt in der Gemeinschaft, aber mir ist aufgefallen, dass er von der Missionsstrategie spricht. Und er umreißt sie in drei Begriffen. Er sagt, die Missionsstrategie der Gemeinde muss deshalb aufgrund dieser Neuausrichtung, die jetzt nötig ist. Man sieht, man muss sich neu ausrichten nach 90 Jahren. Man muss wieder irgendwo hinkommen, dass mehr ankommt in der Mission. Und dann nennt er die Missionsstrategie, die er nennt als Intelligence, Integration and Investment. Und das hört sich für mich an wie ein Plan eines Managers. Sorry, Entschuldigung, aber das frage ich mich, ist das wirklich das Problem? Oder ist das die Lösung des Problems, dass wir jetzt sagen, dass wieder mehr Mission finanziert wird. Und er beschreibt das auch, und ich kann das nachvollziehen, was er hier beschreibt. Aber ich habe nirgends im Neuen Testament diese drei Begriffe gelesen, wie das Werk vollendet wird. Ich provoziere mit Absicht, weil wir in der Gefahr stehen, dass wir wirtschaftliche und Managementprinzipien höher ansiedeln als einfache, schlichte Anweisungen aus der Bibel. Und ich glaube hier, ich will jetzt nicht zu lange darüber, weil wir haben ja noch ein paar Runden, aber ich glaube, hier müssen wir ansetzen. Wenn ich mir vorstelle, dass in Lukas Kapitel 10 Jesus, der Begründer der neutestamentlichen Mission, seine Jünger ausschickt, die 70 Jünger, und sagt, nehmt keinen Geldbeutel mit. Liegt es wirklich daran, dass wir sagen, ja, die Mission, die muss schneller vorangehen, weil wir müssen mehr ins Missionsfeld investieren an Geld. Ich glaube nicht, dass das unser Problem ist. Simon hat das versucht schon anzudeuten. Das ist nicht unser Problem. Die Prioritäten, wie wir finanzieren oder für was wir einsetzen, offenbart, dass wir ein missiologisches Problem haben. In unserem Verständnis, was Missiologie bedeutet. Und dann können wir über Geld reden. Weil Geld ist nur ein Mittel. Es wird niemals die Mission voranbringen. Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, also als ich diesen Artikel durchgelesen habe, habe ich gedacht, es ist relativ wenig, was heute investiert wird sozusagen. Ich habe gedacht, trotzdem wird ja Mission gemacht. Dann habe ich mal drüber nachgedacht, was machen wir eigentlich?
Und habe so gesehen, dass gerade jetzt in dieser Zeit, das ist ja das Positive, viele Geschwister Initiativen gründen. Also Büchertische machen in den Gemeinden, Veranstaltungen machen, Evangelisationen planen, Missionsprojekte fördern. Aber das sozusagen aus sich selbst heraus, also die Finanzierung selbst übernehmen die Geschwister selbst. Also die zahlen die Bücher selber oder sammeln Spenden dafür, um die rauszugeben. Die finanzieren die Veranstaltung selber. Und ich denke, das hat, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist ja auch gut, dass es so ist. Also die Motivation ist ja schon da. Also wenn ich jetzt ja einmal in die Runde gucke, hier sind ja irgendwie 300 Geschwister, die alle missionsbegeistert sind, die alle irgendwie sich irgendwo einbringen, in der Gemeinde oder auf den Straßen oder in fernen Ländern oder wo auch immer, oder mit ihrem Geld einbringen, Projekte unterstützen. Das ist ja schon irgendwie da. Und ich denke so, Gott sorgt schon dafür, dass es vorangeht, auch wenn irgendwie die Gelder da nicht ankommen, wo sie ja nicht hinkommen sollen. Also irgendwie funktioniert es trotzdem gerade und ich bin sehr dankbar dafür. Ja, wir müssen uns natürlich bewusst machen, dass tatsächlich sehr viel Geld in die Infrastruktur fließt. Wir haben ja sehr viele Verwaltungsstellen. Wir haben sehr viele Gebäude, wir haben sehr viele Sachen. Und wenn man natürlich das anschaut, dann kommt wirklich sehr wenig dort an, wo Mission passiert. Das können wir verstehen und ich möchte nochmal betonen, was schon gesagt worden ist. Wir wollen mit unserer Runde hier nicht kritisieren, wir wollen analysieren und das ist wichtig. Wir wollen analysieren und fragen, was können wir tun, was kann unser Beitrag sein, um Dinge zu ändern, denn der Schatzmeister, der ruft ja auf und sagt, es muss sich etwas ändern. Die Generalkonferenz ruft auf und sagt, es muss sich etwas ändern und wir wollen mit dabei sein. Interessant war, dass dort auch der Gedanke geäußert worden ist, wir müssen mehr in den Bereich Self-Supporting investieren. Und das ist genau, was ASI tut. Jetzt hat sich noch mal jemand gemeldet. Ja, okay. Ja, bitte. Ich kann immer, aber es muss nicht sein. Wir haben heute Morgen am Frühstückstisch miteinander darüber geredet mit bestimmten Geschwistern und ich denke, du sprichst hier einen ganz wunden Punkt an, der endlich, hoffentlich, endlich mal in der Weltgemeinschaft ankommt, dass unsere Gemeinschaft gar nicht mehr lebensfähig ist ohne die Ministries. Es ist ein Fakt. Ob das in Deutschland ist oder weltweit, in Holland oder sonst wo, es ist einfach faktisch, jeder, der mit der Mission in irgendeiner Weise verbunden ist, weiß, ohne dass man hier über Stolz oder über Wichtigkeit oder sowas, aber unsere Gemeinschaft wäre ohne Ministries, ohne die Geschwister, die von Herzen aus Missionen machen, finanzieren, überhaupt nicht denkbar. Würden wir uns auf die Angestellten verlassen und dass die quasi den Dienst übernehmen sollen, könnten wir zumachen. Das ging gar nicht. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, die meisten, die hier sitzen, sowieso schon wissen. Aber ich fände es gut, wenn es endlich mal auf den Tisch kommt, auf der Weltebene, auf der GK-Ebene auf den Tisch kommt und dann nicht nur gesprochen wird, sondern gehandelt wird, dass auch offiziell von Zehntengeldern der GK auch Ministries gefördert werden. Denn sie machen pures Evangelium, nicht alle, aber die, die ich kenne und die, ich würde sagen, adventistisch sind, machen reinste Evangeliumsarbeit. Und ich denke, das wäre endlich Zeit, dass die GK das anerkennt. Nicht, weil Gott es nicht ohne sie könnte, aber es ist ja letztendlich Gottes Werk. Und vielleicht darf ich noch einwerfen, es war die GK, die 1945 beschlossen hat, dass sie die Arbeit der Missionswerke unterstützen will. 1945 hat die Generalkonferenz beschlossen, ASI soll gegründet werden als Dachverband der Missionswerke. Und letztendlich hat Ellen White selbst 1903 den Anstoß gegeben, Missionswerke zu gründen. Also von daher sind wir schon in guter Gesellschaft. Ja, jetzt waren noch, ja bitte. Ich fand das bei Erhard Wasitschek sehr gut, was er gesagt hatte, dass die Leiter damals, sie haben ja letztendlich ihr letztes Hemd gegeben. Also wie sie dort standen, der Wollmantel sozusagen total abgerieben, wie sie selber bereit waren, sehr arm zu leben und alles in die Mission zu geben und nichts für sich zu behalten und dadurch halt das Werk viel mehr zu unterstützen und zu fördern. Ich denke, da muss auch in den Leidenden rein, ohne dass ich sie jetzt kritisieren will in dem Sinne, aber ich denke,
es wird ja auch viel Geld für den eigenen Lebensstil auch ausgegeben, dass da auch dieser Geist des Gebens sich noch wieder mehr verbreiten muss. Ich möchte mal dazu sagen, es ist einfach, die Aufgabe zu verschieben. Aber jeder, der hier sitzt und jeder, der ist, der hat die Aufgabe, diese Missionsarbeit zu machen. Und es geht nicht darum, dass es Riesenprojekte sind, Riesenwerke sind. Es sind manchmal die Menschen in der Nachbarschaft, es sind die Menschen um uns herum, die Menschen, die wir auf der Straße ansprechen. Und dass es darum geht, dass jeder seine Aufgabe erkennt. Denn eine gute Gemeinde funktioniert auch nur, wenn jeder in der Gemeinde eine Aufgabe übernimmt. Ich denke mal, die meisten haben die Aufgabe lieb, auf einem Stuhl zu sitzen und zuzuhören. Das ist aber nicht das, was wir als Aufgabe bekommen haben. Wenn es um Missionen geht, dann muss jeder an der Stelle aktiv werden und jeder muss auch dann dort wirksam werden an der Stelle. Und dann ist es, wie du schon sagst, Nikola, es geht nicht darum, wie viel Geld es am Ende des Tages ist. Es ist das, was jeder bereit ist, an der Stelle zu geben und was jeder bereit ist, dort auch reinzubringen in dieses Werk. Und je mehr sich dort zusammentun und je mehr tätig werden wollen, umso eher wird diese Aufgabe gemacht. Denn wenn wir unsere Pioniere sehen, sie haben nicht gewartet, bis irgendwie 3, 4 dazugekommen sind oder bis sie irgendwo eine Gruppe hatten, die dann vorangegangen ist. Nein, sie sind selber tätig geworden, haben selber für das Werk gearbeitet und haben alles dafür gegeben an der Stelle. Ja, ich möchte es auch mal ergänzen und sagen, dass es eigentlich sehr an unserer Eigenverantwortung liegt, wie wir auch Mission gestalten. Das heißt, wir können natürlich jetzt objektiv die GK betrachten und diesen Finanzbericht betrachten, aber eigentlich geht es auch viel mehr darum, dass es nicht nur eine Ressourcenverteilung in finanzieller Sicht ist, sondern vor allem eine Ressourcenverteilung in allerlei Hinsicht. Das heißt, in den Ressourcen, die wir besitzen, also unserer Zeit, nicht nur unserem Geld, aber auch unseren Werten, unseren Assets so gesehen, unseren geistlichen und geistigen Vermögenswerten, was wir tun können, weil Gott hat ja jeden von uns, egal wo wir uns befinden, Deutschland, Österreich, Schweiz oder irgendwo auf irgendeinem Kontinent dieses Planeten, uns wohin gestellt, wo wir wirken können. Und ich glaube, was auch wichtig ist, wie ihr gesagt habt in diesem Bericht, dass wir mehr Unterstützung brauchen für diese Self-Supporting Ministries, dass wir sie unterstützen und dass aber auch diese Eigenverantwortung bewusst wird, wie es auch beschrieben wurde in dem Bericht, dass die Gemeinde auch diesen Wunsch hat, diesen Impuls verspürt, selbst was zu tun und eben nicht nur im Stuhl zu sitzen, sondern wirklich weiß, Gott hat mir Talente gegeben, Möglichkeiten gegeben, dass ich persönlich auch etwas mit seiner Kraft und Hilfe umsetzen kann. Und das ist ein, glaube ich, ganz wichtiger Gedanke, der uns alle hier was angeht. Ja. Also erstmal, wenn man das liest, als ich den Artikel gelesen habe, denkt man erstmal, man freut sich. Ja, so, wow, das geht echt dahin, dass die jetzt ganz viele Gelder vielleicht wirklich an die Front schicken. Ist auch erstmal irgendwie ein netter Gedanke. Aber ich habe mich dann an diese Diskussion erinnert und ich glaube, das ist auch, was du, Nikola, ein bisschen angesprochen hast. Es wird manchmal, so habe ich das zumindest wahrgenommen in dieser Diskussion, manchmal so angesehen, dass es nicht so gern gesehen wird, wenn Gelder gespendet werden, Gaben, manchmal ist auch die Diskussion mit Zehnten, dass sie dann so vorbei an den offiziellen Stellen direkt zu Missionswerken gegeben werden. Aber wenn man sich das anguckt, diese Zahlen, dann wird das ja eigentlich genau dadurch gefördert. Wenn die Menschen merken, es kommt nicht an der Front an, dann wird das ja genau dadurch gefördert, dass die Menschen das dann in Missionswerke geben und so weiter. Aber, und dann habe ich mir gedacht, es ist so eigentlich ein viel mehr lebendigerer und dynamischer Prozess. Die Leute vorne an der Front wissen auch viel eher, wo es gebraucht wird, was vernünftig ist. Sie können sich viel besser vom Heiligen Geist leiten lassen. Und das mit den zentralen Stellen hat auch Ellen White kritisiert. Ja, das ist so wie bei der Planwirtschaft, da brauchst du einen riesigen Verwaltungsapparat und woher wissen die denn wirklich, was vorne gebraucht wird? Wie soll das dann umgesetzt werden? Und da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es viel besser von höherer Stelle, das zu fördern, ja, dass auch Gelder vor Ort gespendet werden können und das dann nicht so negativ gesehen wird, wenn das, sag ich mal, an den offiziellen Stellen vorbeigeht. Also das war so meine Gedanken dazu. Ja, Timo? Ja, ergänzend möchte ich noch dazu sagen, dass wenn dieser Wunsch jetzt da wäre, das wirklich den Self-Supporting Ministries mehr zu geben, ich denke, es wäre auch wichtig von der Generalkonferenz, das würde ich mir wünschen, dass da mehr Aufklärungsarbeit geschieht, weil wir wissen, unsere Situation zum Beispiel hier in Deutschland, alles das, was nicht Hope Channel ist, ist irgendwie komisch und oder was nicht aus Friedensauer kommt oder so, ist irgendwie spalterig oder sonst irgendwas. Wir wissen, dass wir damit auch zu kämpfen haben.
Und das würde ich mir persönlich wünschen, dass da auch dahin geht, in diese Richtung erstmal Aufklärungsarbeit geschehen kann, damit solche Dinge wie mit Geldern zum Beispiel dann auch, damit dieses Verständnis mehr aufbricht. Und ich glaube auch, dass man mal eine gesunde, offene Diskussion auch über das Thema Zehntengelder und so weiter anregen sollte, was ja immer so, oh, das Thema fassen wir nicht an. Ja? Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig wäre. Und klar, wenn man so eine Aussage macht, dann sagen die Leute, ja, das sagst du, weil du Gelder haben willst. Aber das muss jeder vor Gott selber klären. Aber ich denke, dass das viel wichtiger wäre, dass man einfach mal eine offene Diskussion oder ja, irgendwie hat über diese Thematik und dass die Generalkonferenz mehr dahingehend wirklich versuchen würde, wenn sie das schon anstoßen, dass sie versuchen, dieses Verständnis mehr aufzubrechen. Ja, wir denken manchmal so scharf oder so stark in diesen Church-Policy-Denken, ja, oder dass die Gemeinde alles nur das ist, was offiziell die Organisation ist. Wissen wir, wenn wir in das Leben von Jesu reinschauen, Jesus war self-supporting. Die Jünger waren self-supporting. Die waren nicht offiziell von der Gemeinde rausgesandt. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel, und ich möchte jetzt keinem auf den Fuß treten, aber ich glaube, sehr, sehr viel auch in unseren konservativen Köpfen aufbrechen muss. Vielleicht sollten wir doch mal einen Besuch bei ASI Nordamerika machen. Da ist neben Hope Channel von der Generalkonferenz Amazing Discoveries und Amazing Facts und die Missionswerke. Und da predigt eben Ted Wilson und die Leute von der Generalkonferenz, genauso wie die Laienprediger und wie die Missionswerke, wie die Evangelisten von Missionswerken. Und genau so ist es gedacht, dass das miteinander und gemeinsam geht. Ihr habt mehrfach erwähnt, dass die Pioniere ein wunderbares Vorbild waren. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass wir heute noch genauso opferbereite Menschen in unseren Missionswerken haben. Ich kenne Menschen in Deutschland, die alles, was sie haben und können, in die Mission geben. Ich kenne Menschen in Deutschland, die alles, was sie an Ersparnissen hatten, ausgegeben haben, Bücher vom Schatten zum Licht gekauft haben, so viel, dass sie dann irgendwann gekommen sind, gesagt haben, der Bedarf ist groß, aber ich habe nicht mehr, woher ich nehmen soll. Und ASI hat gesagt, wir unterstützen. Ich kenne in Deutschland Menschen, die kein Einkommen haben und trotzdem jede Woche lange Strecken fahren, um zu helfen, weil sie einen Missionsauftrag spüren. Und ja, einfach nie nach Geld fragen, sondern das einfach machen. Ich kenne Evangelisten, Missionare, ich kenne Missionsbegeisterte in Deutschland, die für eine Mahlzeit im Schnitt 1 bis 3 Euro ausgeben und den Rest für das Werk Gottes verwenden. Es ist nicht so, dass nur vor 100 Jahren Menschen von ganzem Herzen Gott gedient haben, sondern es gibt die auch heute. Und auch ASI, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Es wird keiner bezahlt bei ASI. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und was an Gaben kommen, das geht alles in die Missionsprojekte und wir gucken, dass es tatsächlich Mission an der Front ist, die Menschen zu Christus führt. Also da möchte ich schon ein ganz herzliches Dankeschön sagen, jedem Einzelnen, der sich einbringt. Er muss nicht unbedingt vorne stehen und auf Videos sein und so weiter. Jeder Einzelne, der sich einbringt und der das macht, Zeit investiert und Geld investiert und all sein Können, seine Talente investiert, das sind Menschen, die Gott dienen. Aber vielleicht sollten wir ein klein wenig weitergehen. Natürlich, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie das jetzt ist, aber die Frage und wir sind ja alle beschäftigt an der Frontline, ja, also ich weiß nicht den deutschen Begriff, ja, an der Front, ja, in der Mission. Was hat diese Krise der letzten 2,5 Jahre in der Gemeinde verändert? Und danach werden wir auch überlegen, was hat es in der Gesellschaft verändert? Aber wie nehmt ihr das wahr? Was hat es verändert in der Gemeinde? Auch in Bezug mit Hinblick auf Mission. Ja,
Bitte. Also ich glaube, vielleicht so ein kleines Erlebnis. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo das war und welche Gemeinde. Aber ich habe erlebt, ich bin in eine Gemeinde gegangen, ich war am Sabbat zur Predigt da und habe gesehen, dass die Stühle sehr weit auseinander standen, dass einige Geschwister kamen und die standen dann am Eingang. Und da habe ich gedacht, das ist doch sehr weite Abstände hier. Ich meine, das war irgendwie so eine Ordnung und einige Gemeinden haben versucht, das einzuhalten. Und dann bin ich hinterher zum Gemeindeältesten und habe gesagt, du, kann man nicht ein paar mehr Stühle aufstellen, das ein bisschen enger zusammenschieben, damit die Geschwister, die da vorne die ganze Zeit am Eingang stehen, dass sie sich mit hinsetzen können. Er sagte zu mir, nein, die müssen da stehen. Das sind die Ungeimpften. Und ich habe gedacht, weißt du, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich hier gar nicht gepredigt, habe ich zu ihm gesagt. Und ich denke, und da ist mir was aufgefallen, also ich will das jetzt hier unabhängig davon, wie man zu geimpft und ungeimpft steht, unabhängig davon ist mir aufgefallen, dass es so eine Spaltung in der Gemeinde gab und eigentlich vorher sah das alles so nach heiler Welt aus in der Gemeinde und plötzlich sah man, dass da eigentlich Gruppen entstehen, die sich gar nicht so sehr lieb haben. Das waren plötzlich wie Feinde, wurden die betrachtet. Und ich habe gedacht, das ist ja furchtbar in unserer Gemeinde. Was ich dann aber entdeckt habe, ist, dass sie eben diese Gruppen, die sich dann so separiert haben so ein bisschen, dass sie sich plötzlich, die haben angefangen, selbst Hauskreise zu gründen, selbst Missionsarbeit zu machen. Und die machen plötzlich eine ganz starke Arbeit. Die gehen zu den Demonstrationen und so. Ich gedacht, dass also irgendwie, obwohl diese Krise da war und obwohl viele Leute sozusagen ausgeschlossen, das also klingt ein bisschen hart, aber keine Möglichkeit hatten, zu den Gottesdienstoffiziellen zugelassen zu werden, oder wie man es so sagen will, haben die trotzdem eine Riesenarbeit gemacht. Die waren dadurch motiviert, haben sich zusammengefunden und der Heilige Geist hat es benutzt. Und das hat mir so eine Freude gemacht, das zu sehen, wo ich erst total entsetzt war. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Also das war lange Zeit verborgen und im Deckmantel, wir sind alle irgendwie zusammen und wir kommen alle gemeinsam, Gottesdienst, alles ist gut. Und plötzlich kam so eine Krise und man sieht, wie die Gemeinde zerreißt. Und dann gleichzeitig aber, wie diese Krise Geschwister motiviert hat, plötzlich an der Front zu arbeiten. Also das habe ich ganz deutlich gesehen in den letzten vielleicht 2-3 Jahren. Vielleicht noch kurz ergänzend dazu. Also seit der Pandemie oder Plandemie ich denke, so 300.000 Bücher verteilt worden, von denen ich jetzt weiß, also vor allem vom Schatten zum Licht. Und wir haben wirklich erlebt, wir haben ja vorher auch schon viel Gemeinden besucht und die Bücherwagenarbeit vorgestellt. Viele Gemeinden haben dieses auch angefangen zu starten. Es ist auch beständig geworden, es ist auch sehr wichtig, diese Arbeit, das weiterhin zu tun. Es sind so viele Geschwister motiviert worden, rauszugehen zu den Demonstrationen. Und es war nicht nur einfach schön, dass viele Menschen halt sehr offen sind, sondern die Geschwister zu sehen, wie die aufgetaut sind. Geschwister, die sonst nie sowas gemacht haben, auf einmal Vorreiter gewesen sind. Also die wollten gar nicht mehr gehen. Teilweise gesagt so, ich bleib hier, ich mach weiter. Wo die vorher gar kein Buch rausgeben wollten erst. Und wie viel Erweckung auch dadurch entsteht, dass wir einfach auch machen, natürlich einfach erleben, wie Gott wirken kann durch den Heiligen Geist. Und auch sehr schön war, diese Gemeinschaft zu erleben mit den Geschwistern, wie wir dort im Parkhaus zum Beispiel, es war sehr kalt, wir haben dort gegessen, alle zusammen, aber wir haben uns dann durch Lieder, haben uns dann das Herz warm gesungen, sozusagen es hallte durch das ganze Parkhaus. Und das sind so Erfahrungen, die vergisst man einfach nicht. Das ist das, was Gemeinde eigentlich wirklich ausmacht, das ist so lebendig, das ist, was ich jedem wünsche, das zu erleben, was Adventbewegung oder was Glaube eigentlich für dich ausmachen kann? Also wir dürften persönlich erfahren, dass gerade durch die Sache, die mit Corona gewesen ist, dass es eine unheimliche Chance gewesen ist. Denn bis dahin ist der Gottesdienst immer gleich gewesen. Er fing an, die Geschwister kamen, haben sie hingesetzt, sind wieder nach Hause gegangen. Auf einmal entstand ein Break. Es war auf einmal ein Cut in der ganzen Geschichte drin und die offiziellen Gemeinden, die waren dicht. Bei uns im Norden war das jedenfalls gang und gäbe, da war nichts mehr. Und die Geschwister mussten endlich mal wieder lernen, sich selber zu kümmern, dass sie selber Engagement zeigen mussten, wenn sie Gemeinschaft haben wollten. Und sie sind sehr aktiv darin geworden, sich zu treffen, sich zu organisieren und wieder in diesen, ich sag mal, in diesen Prozess zu gelangen, dass sie aktiv werden. Ich sag mal, dadurch, dass dann die Demonstrationen nachher anfingen und dass andere dazukamen, sind sie immer weiter aktiv geworden, immer weiter hinausgegangen und haben sich immer mutiger, ich sag mal, in diesen Weg begeben und sind einfach vorangegangen. Da war niemand mehr, der gesagt hat, das darfst du nicht, das kannst du nicht, so ist das nicht. Nein, sie sind wirklich einfach von sich aus aktiv geworden. Da gab es niemanden mehr, der gebremst hat. Und dann ist etwas entstanden, was, denke ich mal, keiner damit beabsichtigt hat. Gerade durch dieses Trennen wollen, dieses Wegsperren voneinander,
ist Gemeinschaft entstanden zwischen welchen, die sich in der Gemeinde vorher noch nicht mal gekannt haben. Die kannten noch nicht mal die Namen untereinander. Die haben miteinander gelernt zu arbeiten, sie haben miteinander gelernt zu streiten in dem Werk und sie haben gelernt, auf die Menschen zuzugehen und haben sich getraut, das, was sie sich vorher nie getraut haben, Menschen anzusprechen und diese Missionsarbeit zu tun. Und von daher, ja, ich sag mal, es wurde für etwas Negatives geschaffen und wir sollten für das dankbar sein, was der liebe Gott daraus ermöglicht hat. Denn alles, was Menschen versuchen, als Verhinderung zu machen, sollten wir als Chance für ihn sehen, dass er etwas voranbringen kann. Ja, Amen. Es ist, die Krise hat gezeigt, dass wir jetzt im Rückblick sehen können, wie Gott nicht zu behindern ist, auf keinste Weise. Bruder Wein hat es ja auch angesprochen. Aber wir dürfen auch lernen, neben Dankbarkeit dürfen wir auch lernen. Ich glaube, dass Gott das auch zugelassen hat, um etwas uns zu zeigen, ob wir für bestimmte Prozesse bereit sind für die Endzeit. Und da müssen wir einfach sagen, lieber Gott, Verzeihung. Denn da haben wir versagt. Meines Erachtens sind wir immer noch drin, nicht jetzt, dass man weint und sagt, das ist Vergangenheit, man kann nichts mehr machen. Ich denke, wir sind immer noch in dieser Phase, wo wir sehen, warum der Geist der Weissagung gesagt hat, dass die Dreiengelsbotschaft gepaart werden soll mit der medizinischen Missionsarbeit. Und wir waren nicht bereit. Als die medizinische Krise kam, wir können jetzt dazu stehen, wie wir wollen, was da echt und unecht ist, das sei dahingestellt. Aber Fakt ist, wir waren nicht bereit. Als Gemeinde, im Gegenteil, ohne Vorwurf, aber manchmal haben wir sogar noch versucht, die Mission zu verhindern. Und das ist neben dem Dank, wo wir einfach auch um Vergebung bitten müssen und sagen, hier haben wir versagt, was können wir jetzt tun, dass wir das irgendwie wieder wettmachen, dass wir sagen, okay, wir sind hier nicht bereit, was können wir tun? Eines der Dinge ist, dass es Ministries gibt, die ausbilden in dem Bereich, dass wir diese Chancen und Kanäle nutzen. Leute entsenden aus einer Gemeinde, aus einer Gruppe, jemand entsenden, der dort etwas nimmt, was er in der Gemeinde dann selber weitergibt. Und das geht alles sehr schnell, diese Prozesse gehen sehr schnell. Es ist nicht langwierige Prozesse, dass Geschwister hier befähigt werden, Dinge umzusetzen, die vorher als Überforderung angesehen wurden. Also das zu dem Dank hinzu. Ja, noch ganz kurz zu deiner ersten Frage. Diese Zahl, die der Schatzmeister gebracht hat, ich denke, das ist ein Indikator, ein Symptom für etwas sehr Komplexes, was dahinter liegt und was vielleicht in vielen Schichten verborgen ist, bevor man zum eigentlichen Kern der Ursache durchdringt. Ich persönlich bin überzeugt, dass der eigentliche Kern auf der geistlichen Ebene liegt. Ja? Wenn man es wirklich hinterfragt, diese Zahl, kleine, große Zahl, wie auch immer, ist ein kleiner Zeuge für etwas, was seit vielen Jahren und Jahrzehnten geschieht mit Gottes Volk. Es findet Veränderung statt und überwiegend nicht zum Guten. Und ich bin dankbar für die Adventgeschichte. Ich bin dankbar für die Andacht heute früh, die mich sehr berührt hat. Und wenn ich so etwas höre und lese über die Pioniere, ich bin immer wieder beschämt über mich selbst zuerst und auch über meine Gemeinde, weil mir es Dinge bewusst macht. Gut, dass wir diesen Vergleich haben. Wenn wir nur unter uns wären, nur in unserer Zeit, wir könnten gar nicht verstehen, wo wir eigentlich uns befinden. Diese Adventgeschichte ist ein Teil, um uns Augen zu öffnen. Sie zeigt uns, dass wir uns weit entfernt haben von dem Ideal, das Gott für uns hat. Das ist meine Überzeugung in vielerlei Hinsicht. Diese Zahl ist nicht nur einfach ein bürokratisches Problem. Dahinter stehen letztlich geistliche Probleme. Wie wir auch gehört haben, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Diese Zahl steht für wenig Liebe. So muss man es einfach sagen. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, was andere gesagt haben. Dass es natürlich auch heute aufopferungsvolle Geschwister gibt und auch ich persönlich bemühe mich, jemand zu sein, der sein Leben Gott weiht, jeden Tag neu. Und dass das die allererste Priorität ist. Aber wie viel haben wir noch zu lernen? Es ist das, was wir oft nennen Erweckung. Wir brauchen Erweckung. Ja? Und das brauchen wir auch wirklich. Das heißt, wir brauchen Veränderung. Wir brauchen einen Rückschritt zu dem, wo wir eigentlich mal hergekommen sind. Nicht immer nur den Fortschritt.
Wenn man vor einem Abgrund steht, möchte man keinen Fortschritt, dann sollte man zurückgehen. Wir müssen das wiederentdecken, woher wir eigentlich gekommen sind. Und jetzt die Corona-Krise. Wir hatten lange Zeit für Erweckung, das zu erleben, persönlich und als Gemeinden. Wir haben es nicht geschafft. Vielleicht in kleinem Maßstab hier und dort. Ich bin überzeugt, dass Gott jetzt eingreift durch Krisen. Nicht durch kleine, sondern durch große Krisen. Die Corona-Krise ist ein Vorgeschmack davon. Es wird weitergehen, wie auch der Eugen gesagt hat. Ja, was hat er gesagt? Für den Frieden. Ja. Erst isolieren wir uns für den Frieden oder tragen eine Maske, dann frieren wir, dann hungern wir. Und es wird so weitergehen. Es wird so weitergehen. Gott benutzt Krisen, um uns aufzuwecken, weil wir es aus eigener Kraft einfach nicht schaffen. Wir würden ewig in unserem alten Trott bleiben. Es würde sich nichts wirklich verändern und ich schließe mich da voll ein. Und deswegen Gott sei Dank, dass diese Dinge geschehen. Ich muss für mich sagen, ich glaube, ich brauche sie. Ich brauche sie, damit dieses Feuer, das wirklich in den Pionieren gebrannt hat, dass das wieder bei uns ankommt. Wir brauchen das. Gott schickt es uns und dann wird Folgendes passieren. Die Gemeinde wird gesichtet. Und das erleben wir heute schon. Wir erleben Vorboten. Wir sehen Menschen, die kommen nach vielen Jahren zurück in die Gemeinde, weil sie sehen, was in der Welt passiert. Und wir sehen andere, leider wahrscheinlich die Mehrheit der Adventisten, die ahnungslos ist, die überhaupt nicht begreift, was da vor sich geht. Leider, ich bedauere das zutiefst. Manch ein Stern, den wir bewundert haben für seinen Glanz, wird verlöschen, sagt Ellen White. Manche, die wir immer für treue Adventisten gehalten haben, wir wundern uns, wie sie sich heute positionieren, wie sie sich verhalten. Andere kommen zurück, werden erweckt. Es geschieht eine Lagerbildung in der Gemeinde, nicht weil wir es wollen, sondern weil Dinge an die Oberfläche kommen, die schon seit langer Zeit da sind und die endlich zur Reife kommen müssen, damit das Werk auch abgeschlossen wird. Und möge Gott Gnade geben, dass wir uns alle auf der richtigen Seite wiederfinden. Du hast das Stichwort Abschluss gegeben, das nehme ich mir als meinen letzten Kommentar vor hier. Denn es gibt ein Zitat von Ellen White, das hat mich in meinem Denken revolutioniert vor vielen Jahren, weil es uns den Horizont unserer Perspektive über Mission erweitert. Der ganze Artikel ausgehend von Bruder Douglas hin über jede missiologische Diskussion hat eigentlich immer das Ziel, Mission zu machen. Was ja gut ist. Ihr werdet jetzt nicht euch wundern, was ich meine. Natürlich, aber das Mission machen ist nicht das Ziel dessen, was wir tun, sondern wie Johannes gerade den Stichpunkt genannt hat, der Abschluss des Werkes. Adventisten sind auf dieser Welt nicht dazu da, um Mission zu machen. Das haben Missionsorganisationen lange vor uns getan. Schon bevor es Adventisten gab, gab es Missionsorganisationen, die sehr fleißig waren, die in Afrika, die ihre Familien zurückgelassen haben in Afrika, ihr Leben riskiert haben, das ist nichts Neues beim Adventismus. Der Gedanke beim Adventismus, was uns besonders macht, was uns aber auch die Kraft verleiht, ist der Abschluss, die Vervollständigung dessen, was nur skizzenhaft in der Christenheit sichtbar wird. Und das ist nicht nur Mission, das ist auch Theologie, das ist Erlösung. Alle diese Fragen machen nur Sinn, wenn sie einen vollständigen Charakter bekommen. Wir haben es jetzt gerade behandelt in dem Fach, sitze ich auf der Leitung, Heiligtum. Ellen White und die Pioniere nannten die Heiligtumslehre und das ganze Missionswerk der Adventisten als ein Complete System of Truth. Vollständiges System von Wahrheit, das unterscheidet uns und das gibt uns unsere Berechtigung zur Mission und unsere Kraft zur Mission. Wenn diese Vollständigkeit fehlt, sowohl in der Theologie wie auch in unserer Missiologie, wie in allen anderen Fragen, werden wir zwar durch Gottes Gnade auch weiter irgendwie wachsen, aber das Werk wird nicht abgeschlossen. Und das ist mein wichtigstes Anliegen eigentlich jetzt hier, für das ich hier sitze. Geschwister, lasst uns den Fokus darauf konzentrieren, dass das Werk nicht vorangeht, sondern zum Abschluss kommt. Das hört sich jetzt rhetorisch an, irgendwie so eine Floskel, aber das ist missionstheologisch ein Riesenunterschied, worauf wir uns konzentrieren. Und da möchte ich ein Zitat lesen, ihr kennt es wahrscheinlich, aber das passt einfach so gut.
weil alles oder vieles, was gerade gesagt wurde, auch von Johannes hier mit drin ist in dem Zitat, ich lese von Zeugnisse für Prediger, Seite 300. Und da sagte sie, lasst mich euch sagen, und Prediger dürfen sich jetzt ganz besonders angesprochen fühlen, dass Gott beim Abschluss seines Werkes auf eine Art und Weise wirken wird, die sich von allem Bisherigen, kaum zu fassen, allem Bisherigen, das sind 170 Jahre drin, grundsätzlich unterscheidet und ganz anders ist als alles menschliche Planen. Hier sehe ich das Grundproblem bei den Douglas Report, menschliches Planen. Unter uns werden solche sein, hört es euch an, die Gottes Werk immer unter ihre Kontrolle bringen wollen. Ist das das, was wir sehen? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Natürlich haben wir unter uns Menschen, die das Werk, die Dreiengelsbotschaft unter Kontrolle bekommen wollen. Das hat viel mit Ministries und Supporting Ministries zu tun. Und hört mal, was sie sagt. Die Gottes Werk immer unter ihre Kontrolle haben wollen und sogar jeden Schritt vorschreiben möchten. Wenn das Werk unter Anleitung des Engels voranschreitet, der sich dem dritten Engel in der Botschaft der Welt anschließt. Sie spricht hier vom lauten Ruf. Gott wird Mittel und Wege, Mittel, damit meint sie auch Finanzen, er wird Mittel und Wege anwenden, die erkennen lassen, dass er die Zügel in seinen Händen nimmt. Seine Mitarbeiter werden überrascht sein durch die einfachen Mittel, die er benutzen wird, um sein Werk voranzubringen und abzuschließen. Da ist alles gesagt, Geschwister. Vielen Dank, Nicola. Ich glaube, das ist wirklich ein gutes Wort. Und ich möchte noch mal in die Runde geben, vielleicht einen abschließenden Kommentar von jedem, der möchte. Was können wir tun, um zu diesem Abschluss des Werkes beizutragen? Wir als Missionswerke, wir als missionarisch aktive und betende Menschen, wie können wir dazu beitragen? Wie kann das passieren? Ja, überlegt euch das, wie kann das passieren, dass wir dazu beitragen oder uns von Gott gebrauchen lassen zum Abschluss seines Werkes? Ich würde einfach ganz simpel einmal anfangen, so wie ich das auch immer gemacht habe, dass ich ganz simpel Gott gefragt habe im Gebet, wo er denn mich haben möchte. Viele von uns stecken an Plätzen, Orten oder möchten Dinge nicht aufgeben und nicht bereit sind, jetzt zu lernen, dem Lamm nachzufolgen, wo immer es auch hingeht. Ich glaube, dass wir das jetzt lernen müssen, uns Gott da wirklich die Offenheit von Gott schenken zu lassen, dass wir wirklich seinen Willen tun wollen. Ich glaube, das ist das Allererste, was ich so sehe, persönlich bei mir jetzt anzufangen, mir diese Frage zu stellen, dass Gott mein Herz so vorbereiten kann, dass er mir auch wirklich zeigen kann. Viele denken immer, Gott zeigt mir das nicht. Das liegt aber auch oft sehr daran, weil ich einfach nicht dort bin, wo Gott mich haben kann, damit er seinen Willen mir offenbaren kann. Ich würde mal sagen, ich bin vor 2 Jahren bin ich mal auf Nicola getroffen und habe ihm so ein bisschen meine Sorgen geschildert. Und er hat zu mir einen ganz kurzen Satz gesagt. Geh voran, hat er zu mir gesagt. Und wir sollten lernen, aus der Theorie herauszukommen und die Dinge wirklich anzupacken. Wir planen viel, wir haben viele Ideen, aber es mangelt oft an der Umsetzung. Und wir sollten die Dinge, die wir machen wollen, die uns gezeigt werden auch und die wir im Gebet gehört haben, die sollten wir auch umsetzen. Es sollte uns ein Bedürfnis sein, das dann auch wirklich in die Tat zu bringen. Wenn wir dann schon dazu den Auftrag bekommen haben, dann sollen wir ihn auch ausführen und nicht überlegen, wie wir es vielleicht verschieben oder weiterreichen können. Und ich denke mal, ich habe die Worte damals erst nicht ganz verstanden, aber sie sind mir hinterher so klar geworden, was es eigentlich wirklich für jeden Einzelnen bedeutet. Geh voran, tu, was da zu tun ist. Ja, ich würde Bezug nehmen auf das eine Wunder, was Jesus getan hat, als er die Brote und die Fische vermehrt hat. Ja, es sah so aus, als könnten sie das Werk nicht tun, alle diese Leute zu speisen, aber indem sie angefangen haben und konstant von Jesus genommen haben, hat es sich vermehrt. Und Ellen White schreibt dazu im Leben Jesu, die uns zur Verfügung stehenden Mittel scheinen für das Werk nicht auszureichen. Oh, nur 3,5%, ja, komm an.
Gehen wir aber im Glauben voran und vertrauen wir auf die allmächtige Bereitwilligkeit Gottes, so werden sich uns reichlich Hilfsquellen öffnen. Ist das Werk von Gott, dann wird er auch selbst für Mittel sorgen, um es durchzuführen. Und das ist, was Timo gesagt hat, wenn ich mich wirklich Gott hingebe und sicher bin, dass das Werk von Gott ist, da brauche ich mir keine Sorgen machen, woher die Mittel dafür kommen. Gott hat 1000 Wege, das zu bewerkstelligen. Wir müssen sicherstellen, dass wir auf Gottes Seite stehen und zwar 100%. Vielleicht noch ein ganz kurzer Aspekt, das hat der Erhard auch noch erwähnt, dass die Hosen, also die Kniebereich der Prediger, total abgenutzt gewesen sind. Und ich glaube, für mich persönlich auch, ich erlebe das hier auch, ich habe mit einigen Brüdern hier auch gebetet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist nicht das Wichtigste für uns, diese Gebetsgemeinschaft miteinander wirklich mit Gott zu ringen. Das macht was mit einem. Man geht so gestärkt daraus hervor. Ich wurde so ermutigt durch diese Gebetszeiten. Und man kriegt auch Klarheit. Also Gott kann zu einem sprechen, wo man wirklich auch hin soll, was man machen soll. Es entstehen Vernetzungen. Und ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt, der das Werk damals auch so vorangetrieben hat, ist wirklich das gemeinsame Gebet. Sie haben Stunden gebetet, 2 bis 3 Stunden am Tag, in Scheunen, auf Wiesen, in Wäldern. Und ich würde mir so sehr wünschen, ich persönlich für mich auch, dass wir wieder dahin kommen, mehr den Herrn wirklich gemeinsam zu suchen. Und ich glaube, dass er uns dann auch Gaben schenken kann. Ich glaube, jeder von euch hat ganz besondere Gaben, ganz besondere, die durch den Geist gewirkt sich wirklich erst entwickeln können. Und ich glaube, da wird so eine mächtige Bewegung draus entstehen, wenn der Geist es macht, wenn wir es nicht machen, der schiebt uns dann richtig an, dass es eine Bewegung wird, wie es damals auch war. Das ist schon immer mein Wunsch gewesen, seitdem ich zum Adventismus gekommen bin, das zu erleben. Und ja, es ist so vielleicht so eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, wo ich einfach Gott darum bitte, dass das geschehen kann. Ich denke, praktisch gesprochen brauchen wir auch mehr Fokus. Und was ich mit Fokus meine, ist, wenn man sich zum Beispiel das lateinische Wort anschaut, dann heißt das ja so viel wie Feuerstätte oder man kann es auch mit Heimstätte übersetzen. Und ich denke, wir brauchen mehr feurige Heime, wir brauchen mehr feurige Hauskreise, also nach Römer 12, Vers 11, wo es heißt, seid brennend im Geist. Wir brauchen mehr feurige Missionswerke, wir brauchen mehr Self-Supporting Ministries, die aber auch unterstützt werden, nicht nur von sich selbst tragen, sondern auch von den lokalen Gemeinden, die da diese Verantwortung spüren, die auf Konferenzen gehen wie Asien und sehen, dass es dort Bedarf gibt. Und dass sie mit ihren Mitteln, mit ihren Ressourcen, nicht nur finanziell, aber auch finanziell unterstützen können, dass das Werk eben abgeschlossen wird. Okay. Ich glaube auch, also wie wird das Werk am Ende abgeschlossen? Was wissen wir? Es wird unter viel Drangsal abgeschlossen. Und ich glaube, es zeigt uns in mehreren Geschichten in der Bibel, wie es am Ende aussehen wird. Ich habe jetzt gerade gedacht an die Geschichte von Gideon. Die Gemeinde wurde heftig gesichtet. Von 32.000 blieben übrig 300. Aber die 300 haben das Werk abgeschlossen und die Bibel sagt, es war mitten in der Nacht, als das Feindesheer war riesig und sie hatten eigentlich keine Chance. Aber was taten sie mitten in der Nacht? Die Bibel sagt, sie erhoben die Schofarhörner und bliesen den lauten Ruf. Und sie zerschlugen die irdenen Gefäße und hielten das Licht hoch und mitten in der Nacht leuchtete es rund um das Lager. Wie in Offenbarung 18, das Licht dieses Engels erfüllte die ganze Erde und der laute Ruf war überall zu hören. Und dann sagt die Bibel, und diese 300 standen an ihrem Platz. Sie bliesen das Horn und sie hielten die Fackel hoch. Und genauso wird es am Ende auch sein. Wir werden auf dem Platz stehen, an den Gott uns zugewiesen hat. Jeder in seinem Platz und jeder wird sein persönliches Werk voranbringen. Und ich glaube, wir lernen ganz oft, dass Gott auf diese Art und Weise seine Feinde niedergeworfen hat. Auch bei Jericho, da heißt es, jeder ging den geraden Weg. Also jeder hat darauf geachtet, den geraden Weg, als Jericho die Mauern gefallen sind, als Gott es zerstört hat. Dass jeder den geraden Weg vor sich hergegangen, sagt die Bibel. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin. Wir müssen nicht so viele Kompromisse machen im Glauben. Wir müssen den geraden Weg gehen und jeder an seinem Platz. Und dann wird Gott das Werk weltweit segnen. Und dann haben wir eine planwirtschaftliche Mission. Aber der Planer ist der Heilige Geist. Und der ist allgegenwärtig und wird auf der ganzen Welt in allen Geschwistern wirken, um das Werk abzuschließen. Wir kennen alle die Zahl 666. Ich möchte gerne eine neue Zahl an euren Kopf pflanzen. Das ist die Zahl 999. Einmal umdrehen. Was du gesagt hast, Ronny, das Gefäß muss zerbrechen. Sonst sieht man das Licht nicht. Das ist ja ein Gleichnis für uns. Wir sind die Gefäße. Wir sind noch nicht zerbrochen. Noch nicht vollständig. Das Licht wird teilweise gesehen, aber es ist noch zu schwach.
Und die Bibel sagt uns in 3 Kapiteln in der Bibel, was wir tun sollen in dieser Situation, damit endlich das Werk wirklich zum Abschluss kommen kann. Nehemia 9, Esra 9, Daniel 9. 9, 9, 9. Das sind alles Gebete vor Gott um Erweckung. Aber es sind Bußgebete. Das sind nicht einfach Gebete, Herr, schenk uns den Heiligen Geist, schenk uns mehr. Nein, das sind Gebete der Demütigung und des Sündenbekenntnisses. Und um dorthin zu kommen, brauchen wir auch erstmal den Heiligen Geist, um zu sehen, was ist eigentlich schiefgelaufen? Warum sind wir noch hier? Was ist in meinem Leben noch nicht in Ordnung, wie wir auch gehört haben? Habe ich noch irgendeine Lieblingssünde? Habe ich irgendwas Gott nicht übergeben? Da entscheidet sich Erweckung oder nicht, lauter Ruf oder nicht, Vollendung des Werkes oder nicht. Deswegen, ihr Lieben, merkt euch diese Zahlen 999 und beschäftigen wir uns mit diesen Gebeten, denn Gott hat sie uns als ein Muster gegeben für diese Zeit. Nehemia 9, Esra 9 und Daniel 9. Ja, es gäbe noch viel zu sagen, aber ich denke, an dieser Stelle wollen wir das zusammenfassen. Gott möchte, dass wir persönlich wachsen und uns vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu. Er möchte aber gleichzeitig, dass wir das auch weitergeben, dass auch andere Menschen zu Christus finden. Wir können nicht warten, bis bei uns alles perfekt ist. Sonst verpassen wir den Abschluss des Werkes. Wir können aber auch nicht versuchen, selber das aus eigener Kraft tun zu wollen, weil wir sonst scheitern werden. Wir brauchen beides. Ich bin Gott auch dankbar, dass alles, auch die ganzen Krisen und was alles passiert um uns herum, eigentlich nach Römer 8, 28 in seinem Plan passt. Alles dient zum Besten seiner Gemeinde und zum Abschluss der Gemeinde. Jeder von uns ist gefragt. Natürlich ist es schön zu hören, zu beobachten, aber Gott möchte mutige Kämpfer, den guten Kampf des Glaubens haben wir gestern gehört. Mutige Kämpfer, die vorangehen, jeder auf seine Art. Der eine kann schön Brot backen und damit beim Nachbarn ein Bibelgespräch anfangen. Der andere kann eben mit Büchern auf eine Demo Bibelgespräche anfangen. Der andere, der macht das unter seinen Arbeitskollegen. Jeder auf seine Art. Aber Gott möchte, dass jeder sich beteiligt. Denn wenn wir uns beteiligen, dann werden wir auch daran wachsen. Dann merken wir sehr schnell, wo unsere Unzulänglichkeiten sind und werden Gott auf Knien bitten, um das in Ordnung zu bringen in unserem Leben.